Hallo, mein Name ist Susanne Lange-Magi und ich bin seit über 20 Jahren an der Paracelsus-Schule als Dozentin tätig. Und heute möchte ich euch etwas über das ganz wunderbare Seminar Psychophysiognomik erzählen. Die Psychophysiognomik ist eine sehr gute Ergänzung zur Pathophysiognomik. Es handelt sich hier auch um eine spezielle Form der Antlitzdiagnostik. Und hier zieht man den Körperbau heran, das Gesicht, die Augen, die Nase, den Mund, die Hände und auch die Ohren und kann so auf Charaktereigenschaften und spezielle Fähigkeiten einer Person schließen. Dies ist eine neue und wertschätzende Möglichkeit, sich selbst und auch seine Mitmenschen neu zu erkennen und schätzen zu lernen. Auch hier werden natürlich Therapiemöglichkeiten angesprochen, um die Persönlichkeit besser entfalten zu können. Dazu zählen die Bachblütentherapie, die Schüsslersalze, die Gemotherapie und die Homöopathie. Dieses Seminar ist genau richtig für Sie, wenn Sie gerne mit Menschen arbeiten, neugierig sind oder auch in psychotherapeutischen Berufen stehen. Ich bin seit 2005 Heilpraktikerin in eigener Praxis und meine Themengebiete umfassen die klassische Homöopathie, Schüsslersalze, Bachblütentherapie, die Gemotherapie, des Weiteren auch Teki, das ist eine metaphysische Heilungsmethode, Gesprächstherapie nach Rogers und natürlich auch die Pathophysiognomik und die Psychophysiognomik, welche ich noch bei Wilma Castrian lernen durfte. Ich würde mich sehr freuen, Sie begrüßen zu dürfen und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen.